Galeria Karstadt Kaufhof. Schluss für 52 Filialen. Schlussstrich unter eine mehrjährige Leidenszeit für Karstadt Kaufhof. Zu diesem Anlass habe ich extra mein schwarzes Sakko angezogen, denn ich bin auch sehr traurig. Eine Ära geht zu Ende. Für viele war es absehbar, jetzt ist es Gewissheit. Seit heute weiß die Öffentlichkeit, dass Galeria Karstadt Kaufhof zum jetzigen Zeitpunkt 52 der noch bestehenden 129 Filialen schließen muss. Die Schließung soll in zwei Etappen vollzogen werden, Ende Juni 23 und Ende Januar 24. Betroffen von den Schließungen sind laut Gesamtbetriebsberat und Konzernleitung 4.300 Mitarbeitende. Diese sollen eine Abfindung in Höhe von 2 Monats Bruttogehältern bekommen. Außerdem erhalten sie das Angebot, in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Ein ganzes Paket an Gründungen für die Schließungen sind leider vorhanden. Die Folgen der Corona-Pandemie und des Angriffskriegs Russland gegen die Ukraine werden in der jetzigen Epoche immer wieder als Gründe für Unternehmensinsolvenzen genannt. Aber hier gibt es andere Gründe auch. Bei Galeria Kaufhof gehen die Gründe viel tiefer. Zum einen ist es eine seit Jahren fehlende Strategie gegen das veränderte Kaufverhalten der Kunden. Hinzu kommen teilweise stark sanierungsbedürftige Gebäude, die erheblich gestiegene Mietbelastungen, durch die Eigentümerstruktur, allgemeine Konsumflaute und auch die horrenden Energiepreise. Frühe Rettungsversuche für Karstadt Kaufhof waren auch nicht erfolgreich. Die Probleme der traditionsreichen Galerie Karstadt Kaufhof existieren seit vielen Jahren. Auch der Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof durch den österreichischen Konzern Signa Holding vor ein paar Jahren waren nur eine Etappe auf dem Weg abwärts. Bereits Ende Oktober des vergangenen Jahres musste Karstadt das zweite Mal unter den Schutzschirm eines Insolvenzverfahrens schlüpfen. In der Vergangenheit wurden dann schon einmal 40 Filialen geschlossen und 5.000 Mitarbeitende entlassen und sogar über 2 Milliarden Euro an Schulden gestrichen. Seit heute ist klar, dass diese Maßnahmen vergebliche Bemühungen zur Gesamtgesundung des Konzerns waren. Schon zu Beginn der Jahre 2021-22 wurden staatliche Hilfen in Höhe von 680 Millionen Euro in Anspruch genommen. Die Zukunft von Galerie Karstadt Kaufhof ist ungewiss. Laut Konzern sollen die noch bestehenden 77 Filialen weitreichend modernisiert werden und man will sich auf bestimmte Warenbereiche konzentrieren. Zuvor steht aber die Entscheidung einer Gläubigerversammlung am 27. März 2023 auf der Agenda. Es bleibt leider spannend und wir bleiben für Sie dran. Anzumerken ist noch, dass es auch erfolgreiche Warenhauskonzerne oder Warenhausunternehmen gibt, die es geschafft haben, die Kunden weiter an sich zu binden und erfolgreich am Markt zu sein. Ja, eine Ära geht zu Ende, allmählich. Ja, das ist sehr schade, aber ich gehe ungern einkaufen und ich war schon lange leider nicht mehr in einem Einkaufszentrum, einem Kaufhaus der Galeria Karstadt Kaufhof. Aber ich kann mich noch daran erinnern, ich habe immer sehr kompetente, sehr nette, sehr zuvorkommende, sehr gute Mitarbeiter gesehen, die mich sehr gut beraten haben, wenn ich denn mal da war. Ja. Nun geht das leider zu Ende. Vielen Dank, schön, dass Sie dran geblieben sind, schön, dass Sie dabei waren. Über ein Like, einen Kommentar, wie sehen Sie die Situation der Kaufhauskonzerne? Gehen Sie noch in Kaufhäuser oder machen Sie auch schon alles online? Oder gehen Sie wieder in Fachmärkte und lassen sich dort vor Ort beraten? Das würde ich mich sehr freuen, wenn Sie das in die Kommentare schreiben könnten. Bleiben Sie gesund und erfolgreich und danke schön, dass Sie dabei waren.